Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder Let's Test. Heute nicht mit dem Train Simulator 2020, sondern mit dem am 20. erschienenen TSW 2 Train Sim World 2. Hier mit dabei ist ja auch der ICE 3M mit auch der Schnellfahrstrecke Aachen-Köln. Wir werden auch uns auf diese Strecke begeben. Ich denke, wir werden von Aachen starten und in Köln enden. Wir schalten jetzt mal Bild. Da ist er. So, wir fahren fort. Ich wünsche hierbei jetzt schon mal vorab viel Spaß mit dem Video. So, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wir fahren den ICE 13 im Herbst. Wir starten um 9.40 Uhr. Und eigentlich auch ziemlich schnell Geruch kommt. Oh, und da sind wir auch schon. Ja, das kennen wir alles schon. Wollen wir mal die Türen freigeben, damit die Reisenden. Störung. Ruhe. Zugbeeinflussung. Türen geöffnet. So, wir machen die Klappe auf. Die gesperrt. Weiß man nicht, was du jetzt mit gesperrt meinst, aber ist mir auch egal. Wir halten noch die SIFA ein, die PZB und die LZB, die sparen wir uns mal. Schauen wir eben noch nach draußen. Hoch werden die zwei dahin gesetzt. Fühle ich mich auch nicht so wohl, wenn die da hinter meinem Rücken sitzen. Moin. So. So sieht das Ganze hier in Aachen aus. Wir wollten ja noch ein schönes Starterbild haben. Sich das so machen lässt. Ja, oder der Pfosten. Ja, jetzt hier. Das wird ein schönes Bild. So, was sagt er? Ich soll warten bis 9.42 Uhr. Naja, wenn ich dann noch so viel Zeit habe, warum nicht? Soll mir recht sein. Und dann mal gucken, ob der Bistro offen hat. Schnell dahin rennen. Hier ist auch schon unser Bistrowagen. Und schnell einen Kaffee holen. Oh, da ist niemand drin. Ja, wie ich mir es dachte. So, warum ist das hier nicht offen? Das verstehe einer, wer will. Na gut. Und wählen wir uns zu unserem Führerstand. Aber hier. Habt ihr auch nichts gekriegt hier? Das ist. Na. Ich werde den Zugchef entlassen. So. Wir begeben uns jetzt schlagartig zu unserem Führerstand. Wir dürfen nämlich abfahren. Nein, ich will den Zug nicht abgeben. Hier oben die Anzeige. Diese lässt sich auch einstellen. Für die sogenannte FIS. Aber wie mache ich hier zu? Ihr bleibt schön da draußen. So, schaut es denn hier aus? Okay. Dann schließen wir die Tür. Schließvorgang eingeleitet. Ja, genau, so fahren wir hin.
So, da stimmt das jetzt auch. So wird das jetzt komplett dann in den im Zug angezeigt, aber mehr dazu an anderen Endbahnhof. So, dann runter machen. Scheint uns auch die Sonne nicht so arg ins Gesicht, so ist das okay. So, dann geht's auch schon los. Bremsen sind gelöst. Und wir setzen uns in Bewegung bei strahlendem Sonnenschein. Einem wunderschönen Herbsttag. Abfahrt von Aachen Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Köln. Viel Spaß jetzt und gute Reise. Die darf ja nicht fehlen im Bunde. So, wir haben insgesamt eine Strecke zu machen von 64 Kilometer. Der Zugchef ist schon bereits entlassen. Seine letzte Fahrt, die er hier macht. Kommt von Brüssel und das Bistro ist geschlossen. Hauptsache die anderen hatten was. Ja, ja, nichts mehr los. Und kein vernünftiges Personal heutzutage mehr. Schon ärgerlich. So, wollen wir mal ein bisschen beschleunigen? Das ist doch mal ein schönes Herbstbild. So, ja. Grüße gehen hier raus an Lord Zwangse. Danke nochmal für das Video. Du hältst dich hier raus. Also nochmal Grüße gehen hier raus an Lord Zwangse und danke für das anschließende Video. Nach seinem Präsentationsvideo von TSW 2 hat er nochmal seine Grafikeinstellungen vorgestellt. Ich werde sein Video nochmal hier in meinem verlinken und den Link mit in die Videobeschreibung hineinpacken. Schaut es euch an. Aber ich muss auch gleich hinzusagen, dass für diese Grafikeinstellungen grundlegend eigentlich starke Rechner nötig sind. So, genug geschwätzt von Technik und System und Kritalala, wir wollen hier ein bisschen spazieren fahren. Also, wir dürfen jetzt auch schon 120 fahren und das waren wir jetzt auch. Gibt es noch ein paar spaßige Sachen. Davon allerdings die Zugsicherungssysteme nicht aktiv haben, weil sonst kriegt man eine Zwangse und ruckzuck steht der Zug. Das will man dann letzten Endes auch nicht. Wenn man jetzt die Zugsicherungssysteme nicht aktiv hat, kann man sich auch vom Lokführerplatz wegbewegen, wenn man will, bewegt sich quer durch den Zug. Aber wie gesagt, man
kann sich dann gerne mal auf einen Reisendenplatz setzen, ein bisschen die Fahrt genießen, wenn der Lokführer nicht gerade anwesend ist. So, wir dürfen 140 fahren. Ja. So, da ist er auch mal von außen. Schöne Herbstansicht hier von unserem ICE. Das sieht doch richtig klasse aus. Stromabnehmer voll ausgefahren. Das ist auch nicht schlecht, weil ist jetzt in Außenansicht. Hat jetzt dann entsprechend auch die SIVA unter Kontrolle. Das ist gut. Für diese Außenanzeige, Zuganzeige funktioniert auch. Wir fahren eine einfache Traktion. Jetzt runterbremsen auf 110, warum auch immer. Diese Sachen verstehe ich allerdings auch nicht. Gehen wir wieder in den Führerstand rein. Als wohl hier vielleicht auf der Strecke gefährliche Kurven gibt. Das wäre mir die einzige logische Erklärung. Nächste Tunnelfahrt, auch wenn es nur eine kurze ist. So, wir dürfen wieder 160, das nutzen wir doch gleich aus. Haben wir gleich richtig Stoff.
bisschen drüber, naja, ist ja gar nicht so schlimm. So ein sinnloses Windkraftrad, der Windrad, wie man so schön sagt, zwei Stück. Da noch mehrere rechter Seite. Den Schrank eigentlich wieder zugemacht unten? Nö, der ist offen. Eigentlich gerade mal zumachen. Die Fahrt ist quittiert. Hier bleibt. Das ist jetzt das, was ich damit meinte. Ich stehe auf und ich kriege eine Zwangsabe, aber noch stehen wir nicht. Also gilt diese Zwangsbremsung nicht. Also wenn man das macht, muss man grundlegend die Zugsicherungssysteme ausgeschaltet haben, sonst ist das nichts. Jetzt haben wir noch 43 Kilometer bis Köln Hauptbahnhof. Ankunftszeit 10.13 Uhr. Ich bin gespannt, wann wir jetzt. Oh, kaum wollte ich davon reden und schon wird es eingeblendet. 3,8 Kilometer, bis man auf 200 beschleunigen darf. Na, da halten wir das jetzt auch noch durch.
ein bisschen nicht so in der Geschwindigkeit verfallen. Bleiben wir ein bisschen aktuell in der Geschwindigkeit drin. Gegenzug. So, wir dürfen beschleunigen auf 200 schon mal. Dann haben wir das. Kira rechter Seite auch noch zwei schlummernde ICE-Züge. Hältst du dich auch wieder mal? Teilweise an den Brückenpfeilern und Brückenwänden schöne Graffitis angebracht. Wunderbar umgesetzt von DTG. Grafiktechnik ist hier technisch alles super umgesetzt worden. Oh, wir dürfen ja noch schneller. Das müssen wir ausnutzen. Herbst ist eigentlich meine Lieblingsjahreszeit, aber ich glaube, das erwähnte ich ja irgendwo in einem Video schon bereits. Das hat was.
Köln angekommen sind und alle Vorgänge abgeschlossen sind, werden wir nochmal eine Zugbegehung machen, den Zug von innen nochmal anschauen. Schön nerven hier. Kommt uns ein Hamsterbagger entgegen. Dem werden wir uns später auch noch mal beschäftigen, aber ich denke nicht mehr in diesem Video. Sogar 15 Kilometer bis Köln Hauptbahnhof. Natürlich hier an KI-Verkehr fehlt, ist auch ein paar Güterzüge, ein paar Verkehrszüge haben wir jetzt mal durch die Hamsterbacke. Kilometer bis Köln Hauptbahnhof. Nehmen langsam mal ein bisschen Geschwindigkeit weg.
Dachte ich mir, dass da ein rotes Signal kommt. Nur schon mal ein bisschen vorsichtig halber abgebremst, das ist ganz gut so. Naja, sind wir doch ganz gut vom Fleck gekommen, also. Und ohne weitere Probleme bis jetzt. Auch das Bremsgeräusch hört sich gut an, ne? Wir dürfen das mal weiterfahren. Noch ein rotes bevorstehendes Signal. Dann haben wir gespannt, ob es dann doch noch umspringt. Sie fahren. Geht jetzt hier von rotes Signal zu Rotsignal oder was? Jetzt teilweise an den Außenwänden, Schallschutzwänden auch wieder ein paar Graffitis hier rechter Seite, linker Seite. Sieht gut aus, gefällt mir. So, das Signal ist auf grün geschaltet. Seit wir brauchen jetzt erstmal nicht weiter großartig bremsen. Sie fahren. Jetzt erfolgt da sowieso die Einfahrt in den Hauptbahnhof von Köln. Sie fahren.
Hintergrund erscheint schon der Kölner Dom. Sifa, Sifa. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Köln Hauptbahnhof. Wir hoffen, dass Sie eine angenehme Reise hatten. So, gegenüber im Nachbargleis steht ein Hamsterbacker. Ich habe jetzt auch das letzte Mal quittiert. So, werden wir mal unsere Fahrgäste einen aussteigen lassen. Was du nicht sagst. So, jetzt können wir uns auch dem Schank da unten widmen. Den wieder zumachen. Oh, sieht so ein bisschen auch aus. Oh, so ist er. Ist er auch ein? Nee, natürlich nicht. So, ja. Kurz noch einen Augenblick warten, was hier noch verlangt wird. So ist noch rein. Sage ich schon mal vorab, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir werden jetzt zusammen jetzt gleich nochmal eben durch den Zug gehen. Augenblick warten, was von jetzt noch verlangt wird. Türen verriegeln. Jo! Das machen wir eben halt noch nicht, weil dann ist ja nämlich das Szenario abgeschlossen. Wir gehen jetzt mal noch eben schön durch den Zug. Wir müssten hier aussteigen, weil der Zug endet hier. Oder nicht? Weil zumindest wurde mir nicht gesagt, dass der weiterfährt. Na gut. Was hier? Schön die erste Klasse. Hier könnte man jetzt auch die Tür aufmachen. Könnte man auch raushüpfen. Man kann ja auch an den Zug gehen, der jetzt mir nicht zugeteilt ist. Öffne die Tür. Quasi auch einsteigen. Schwupp, sind wir in der Hamsterbacke drin. So schaut's aus. Aber bevor der abhaut, fahren wir da wieder zu. Steigen in unseren ICE wieder ein. Machen dann hier ebenfalls die Tür wieder zu. So, dann gehen wir mal hier in den Ruhebereich. So. Das, was ich vorhin gesagt hatte, das haben wir jetzt über die FIS aktiviert. Und dann geht entsprechend auch die Anzeige. Hier war es jetzt der ICE 13, den wir gefahren haben, von Aachen bis hierher. So, jetzt auch offen. Toilette kann man nicht benutzen. Kontaktherrschaften. Einzel sitzen. Nein, ich will den Zug noch nicht abgeben.
Haben Sie eine Fahrkarte? Sehr gut, Dankeschön. War nur der Führer, das macht eigentlich alles der Schaffner. So. Mal gucken, ob die Nummer aufgemacht hatten. Nämlich ja den Zugchef entlassen hatte. Nö, natürlich nicht. Das haben sie nicht für nötig gehalten. Na gut. Das merke ich mir. So. Schaut das hier aus, auch hier die zweite Klasse. Konnte man sich jetzt hier wunderschön hinsetzen. Ausgucken. Und bei Fresse ziehen. Nachbarzug steht immer noch. Pack die Herrschaften. Mich hier neben Sie setzen. Dankeschön. So, guten Tag. Lieber wieder weggehen, sonst kommt noch der Mann und haut mich da weg. Muss auch nicht sein. So. Ja. Die Herrschaften muss man nicht sagen. Lieber weitergehen. Aber doch gut besetzt unseren Zug. So, und damit wären wir auch schon im nächsten Führerstand angekommen. So viel zur kleinen Zugbegehung. Machen wir wieder zu. Steigen aus. Und ist jetzt hier unseren Stromabnehmer voll ausgefahren. Mal ganz kurz da runtergehen zu unserem Nachbarzug. Aufzüge kann man leider nicht nutzen. Und dann geht es hier hoch zu unserer Hamsterbacke. Wo ist der jetzt hin? So. Ich weiß, normalerweise sollte man eigentlich die Gleise nicht überschreiten. Ich bin ein böser Mann, ich weiß. So, gehen wir eben halt wieder durch unseren Zug. So, zack. Hier die Tür noch zu. Nein, ich gebe den noch nicht ab. Schließen die Tür wieder. So, gehen hier raus. Zack. Jung, so viel zu unserer kleinen Zugbegehung. Hier hat man es auch nochmal. Der Zug kommt von Brüssel. Fährt weiter in Richtung Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Aachen Hauptbahnhof, Köln Hauptbahnhof, Siegen. Nee, Siegburg. Siegburg, Bonn. Gut. Nochmal ein schönes Bild machen. So, dann übergeben wir den Zug.
So, die haben da nichts manipuliert, das ist gut. So, dann bedanke ich mich nochmals fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis nächste Woche zum Livestream, wird auch noch diese Woche bekanntlich eingestellt. Was gefahren wird, wird noch nicht verraten. Wird auf jeden Fall TSW 2 sein und ein bisschen Train Simulator, da jetzt auch bei der neuen Version von der Baureihe 111 nochmal ein Update rausgekommen ist. Den schauen wir uns an. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao. Bye, bye.